Jetzt kannst du reden. Ja, also wir fangen mal an. Das letzte Mal, als ich eine, glaube ich, Viertelstunde über die spezielle Relativitätstheorie gehalten habe, hat jemand gemeint, warum denn das? Das ist doch total langweilig, mach doch lieber was über die ALT. Und das ist natürlich richtig, deswegen mache ich jetzt was über die ALT. Und inzwischen habe ich darüber eine Vorlesung gehört und deshalb kann ich jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Für einen Vortrag ist es natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, das ich mir ausgesucht habe. Deswegen werde ich leider stark vereinfachen müssen und deswegen wird auch nicht immer alles so klar sein wahrscheinlich. Aber es reicht, glaube ich, um einen kleinen Überblick zu bringen. Und bevor ich jetzt genauer darauf eingehen kann, was die Aussagen der ALT sind, muss ich natürlich erstmal ein bisschen Kontext schaffen und darauf eingehen, warum man das überhaupt formuliert hat, diese Theorie, und warum sie überhaupt so wichtig ist in der Physik. Und da fange ich am besten mal an bei Newton. Ihr kennt sicherlich alle Isaac Newton. Und was er gemacht hat, ist, um mich sehr kurz zu fassen, ist, er hat die Gesetze der Mechanik aufgestellt, die dann für einige Jahrhunderte lang galten. Und was er vor allem gemacht hat, ist, er hat den Grundstein gelegt für die moderne Beschreibung der Gravitation. Also er hat einerseits formuliert, wie läuft die Mechanik überhaupt allgemein ab, und zum anderen hat er sein Gravitationsgesetz formuliert. Und was wichtig ist zu behalten, ist, dass Newton eine bestimmte Klasse von Bezugssystemen eingeführt hat, und zwar die Inertialsysteme. Und Inertialsysteme sind erstmal Systeme, die auf die keine Kräfte einwirken. Und wie wir sehen werden, sind die sehr problematisch, diese Inertialsysteme. Hier war es erstmal weiter. Dann kam mit der Erkenntnis, dass die Lichtgeschwindigkeit eine universelle Konstante ist, kam Schwierigkeiten mit der Newtonschen Mechanik auf. Und das führte dann dazu, dass Einstein seine spezielle Relativitätstheorie formuliert. Was sich von der Newtonschen Mechanik, was die davon unterscheidet, ist, dass die grundsätzliche Philosophie eine andere ist. In der Newtonschen Mechanik ist das Wesen von Raum und Zeit so, dass beides starre Größen sind, also starre Bühnen für alle Vorgänge, die in Raum und Zeit stattfinden, während jetzt in der speziellen Relativitätstheorie auf einmal Zeit und Raum flexibel sein können und sich jeweils anpassen können an den Bewegungszustand des Beobachters. Es gibt allerdings immer noch eine absolute Raumzeit. Es gibt keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit mehr, sondern nur noch eine absolute Raumzeit. Und dementsprechend werden Raum und Zeit dort in der Theorie zu einer vierdimensionalen Einheit verbunden, die nicht mehr getrennt werden kann. Und wie die Raumzeit in der SRT aussieht, kann man sogar mit einem schönen Bild veranschaulichen. Im Prinzip lässt sich die ganze Theorie in einem Raumzeitdiagramm zusammenfassen. Und zwar dieses hier, das ist ein vierdimensionales Diagramm. Und da ich ein bisschen Probleme damit habe, vierdimensionale Diagramme zu zeichnen, kann ich leider den dreidimensionalen Raum nur auf zwei Achsen darstellen. Das ist hier X und Y und Z. Das hier zeigt den dreidimensionalen Raum an und hier die Zeitrichtung. Geht leider nicht besser. Das Spezielle an dem Diagramm ist, was man daran sehen soll, ist, dass in der Mitte am Nullpunkt, also man kann quasi um jeden Beobachter in der Raumzeit kann man so einen Doppelkegel legen, und dieser Doppelkegel beinhaltet erstens mal diese Fläche. Diese Fläche sind einfach alle Punkte, die mit dem Beobachter in der Mitte gleichzeitig stattfinden. Und
Der obere Teil, das umfasst einfach alle Punkte, zu denen der Beobachter ein Signal schicken kann. Weil Signale haben eine maximale Geschwindigkeit, die können nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein und deswegen können die nur diesen Bereich an Punkten erreichen. Und der ganze Rest, also drumherum, was außerhalb dieses Doppelkegels ist, sind Regionen, die mit dem Beobachter in keinem kausalen Kontakt mehr stehen. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der speziellen Relativitätstheorie in einem Bild. Ich will aber auch gar nicht so viel Zeit verschwenden und jetzt endlich zur allgemeinen Relativitätstheorie kommen, für die man natürlich ein bisschen von dem jetzt wissen muss. Erstmal ist es eine relativistische Gravitationstheorie, weil die Gravitation erstmal in der SRT nicht vorkommt. Und die Newton'sche Theorie wurde zwar erstmal weiterverwendet, oder man dachte, man könnte sie weiterverwenden, aber das führt auch sehr große Probleme. Und deshalb braucht man die allgemeine Relativitätstheorie. Das war aber gar nicht so sehr, was Einstein dazu bewogen hat, diese Theorie zu formulieren, sondern Einstein hat erkannt, dass Inertialsysteme als Klasse von Bezugssystemen ein Problem darstellen. Und deshalb war sein Hauptanliegen dieser Theorie überhaupt nicht, irgendwie die Gravitation in die SRT zu bringen. Auch er dachte eigentlich, dass es mit Newton noch funktioniert. Aber er wollte Inertialsysteme ersetzen. Und ich kann leider aus Zeitgründen nicht ganz genau auf die Probleme mit Inertialsystemen eingehen. Das fängt von einer zirkulären Definition eigentlich an, bis hin zu, dass man eigentlich global keine Inertialsysteme definieren kann. Laut der SRT, was ein bisschen problematisch ist. Und was vielleicht das anschaulichste Problem mit Inertialsystemen ist, ist die Frage, wenn wir jetzt also definieren kräftefreie Systeme, dann fragt man sich kräftefrei oder unbeschleunigte Systeme, unbeschleunigt worauf, im Hinblick worauf. Und da muss Newton antworten, dass das im Hinblick auf den absoluten Raum und auf die absolute Zeit, aber diese Begriffe machen keinen Sinn mehr in der relativistischen Physik. Und was noch die Anforderung an die ART ist, ist natürlich, dass sie in den Grenzfällen die spezielle Relativitätstheorie und die Newton'sche Mechanik reproduzieren muss. Das heißt, wenn ich mir ein Gebiet der Raumzeit angucke, auf dem keinerlei Massen drauf sind, dann kann ich die Beschreibung durch die SRT nähern, dann muss sie näherungsweise gültig sein und wenn ich in die nicht-relativistische Domäne komme, dann muss Newton auch weiter eine gültige Näherung bleiben. Und dann kommt das Grundprinzip der ART. Das Grundprinzip ist, womit wir jetzt die Inertialsysteme ersetzen wollen. Und das ist die sogenannte, das ist eigentlich ein bisschen mathematisch formuliert jetzt, aber es ist die sogenannte Diffeomorphismen-Invarianz. Ein Diffeomorphismus ist, darüber müsst ihr eigentlich nur wissen, dass es eine differenzierbare Abbildung ist. Das heißt, eine Abbildung, also vielleicht vereinfacht gesprochen, eine Funktion, die man ableiten kann. Und was sich hinter dem Begriff verbirgt, ist, dass die Naturgesetze koordinatenunabhängig sind, weil wir die Koordinatensysteme, die wechseln in verschiedene Koordinatensysteme, also verschiedene Bezugssysteme durch Diffeomorphismen beschreiben. Und damit ersetzen wir die Inertialsysteme. Und ein bestimmtes Beispiel davon ist das Äquivalenzprinzip. Und das Äquivalenzprinzip ist, ist so quasi das Grundprinzip der ART, das später dann auf die Diffeomorphismen-Invarianz verallgemeinert wurde. Das Äquivalenzprinzip sagt einfach nur, vereinfacht gesagt, dass die Situation im freien Fall äquivalent ist zu einem System, in dem die Situation unter Schwerelosigkeit betrachtet wird. Und das sagt vielleicht jetzt erstmal nicht viel, deswegen habe ich jetzt mal ein Bild hier abgebildet, wo man das sehr gut erklären kann. Und zwar, wir haben hier so einen Apfel, der auf die Erde zufällt, mit einer Beschleunigung g.
die Gravitationsbeschleunigung. Und was jetzt das Äquivalenzprinzip sagt, ist, ich kann, also es wird sich nichts daran ändern, wenn ich, es besteht kein Unterschied dazwischen, zwischen der Beschreibung in so einem Gravitationsfeld und, also ich muss vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausholen, das, was jetzt hier in Weiß diesen Apfel umrandet, ist ein Bezugssystem. Und was das Äquivalenzprinzip sagt, ist einfach nur, dass wenn ich jetzt in ein anderes Bezugssystem gehe und aus diesem Bezugssystem den Apfel beschreibe, also das wäre das rechte Bild, und zwar gehe ich in das Bezugssystem, das mit dem Apfel gerade mit runterfällt, dann ist der Apfel dort in Ruhe, während sich diese weiße Frame hier, der um den Apfel gezeichnet ist, mit G nach oben bewegt. Also ist eigentlich ganz simpel. Einfach nur die Gleichberechtigung zwischen der Erklärungsweise, dass der Apfel auf die Erde zufällt und dass die Erde und das ganze Universum sich nach oben bewegen und der Apfel ruht. Und das erscheint jetzt vielleicht erstmal trivial, aber in der SRT ist es nicht mehr trivial. Da ist es erstmal nicht klar. Und deswegen muss ich das jetzt so ausführlich behandeln. Weil in der SRT hat man nicht mehr nur eine Masse von einem Objekt, sondern man hat eine Ruhemasse und man hat eine relativistische Massenzunahme bei der Bewegung. Und die Frage ist jetzt, welche der beiden Massen gravitiert letztendlich? Und nach diesem Prinzip ist es die relativistische Masse, also die bei der Bewegung zunimmt, die wird letztendlich gravitativ angezogen. Und warum man das Ganze jetzt eingeführt hat, ist, dass man in den schwerelosen Systemen, damit hat man ein lokales Inertialsystem, dort ist die spezielle Relativitätstheorie valide und das heißt, dort weiß man, was passiert. Weil man weiß ja erstmal nicht, wie so eine relativistische Gravitationstheorie aussehen könnte. Damit ist die Gravitation quasi wegtransformierbar durch einen Bezugssystemwechsel. Und durch dieses Bild ist ja auch eine Scheinkraft. Wie auch immer, das Ganze ist nur lokal möglich, weil global hat man die Situation, wenn man jetzt in das Bezugssystem ginge, in dem das linke Objekt quasi frei von Kräften ist und sich die Erde auf das linke Objekt zubewegt, dann kann man das machen, aber man hat ein Problem, wenn man das für beide gleichzeitig machen will, weil man kann nicht erreichen, dass die Erde sich auf beide gleichzeitig zubewegt, ohne dass die Erde sich, ohne dass sie sich vergrößern müsste oder zerreißen würde. Und das Problem hat Einstein dann letztendlich gelöst, indem er gesagt hat, indem er das mit einer Krümmung in der Raumzeit erklärt hat. Man kann sich das so vorstellen, dass das Gezeitenfeld, dann, darunter versteht man den Gradienten in der Gravitationskraft, also die Änderung der Gravitationskraft mit dem Ort, dass dieser Unterschied diese lokale Lichtkegelstruktur, von der ich gesprochen habe, verdreht gegeneinander. Und was man dann in der Theorie einführt, ist, dass man eine Metrik, also eine Abstandsfunktion für Raum und Zeit, für räumliche und zeitliche Abstände einführt, die nicht mehr konstant ist, sondern von Ort zu Ort variieren kann. Und in dem Fall beschreibt eine Metrik, beschreibt die spezielle relativistische Metrik nämlich genau diese Lichtkegelstruktur. Und wenn die sich von Ort zu Ort ändert, dann wird man ein dynamisches Metrikfeld, also dann wird das erforderlich. Und dann liegt es sehr nahe, die Raumzeit also mathematisch als eine Mannigfaltigkeit zu beschreiben. Und um sinnvoll darüber sprechen zu können, muss ich definieren, was eine Mannigfaltigkeit ist. Das ist einfach nur eine Menge mit einer Verknüpfung G.
die ein, und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Man sagt, sie ist ein topologischer Hausdorffraum mit einer abzählbaren Basis. Und vermutlich werden sich nicht viele was drunter vorstellen können jetzt. Was ich zum Begriff Topologie sagen würde, ich wollte eigentlich eine Definition auch noch von der Topologie geben, aber aus Zeitgründen überspringe ich das jetzt und sage einfach nur, was ihr darüber wissen müsst, ist, dass sie eine sehr starke Verallgemeinerung von einem Raum darstellt. Ich glaube, das ist, was man so hinfällig darüber Bescheid wissen muss. Also eigentlich immer ausgedrückt relativ treffend als, ist es etwas, wo wir von Nähe sprechen können. Also wir können nicht von Abstand sprechen, aber von Nähe. Okay. Irgendwie. Ja. So anschaulich. Damn. Ja, und das ist ja Universe on Earth. Diese Hausdorff-Bedingungen heißt einfach nur, dass ich um zwei Punkte in der Mannigfaltigkeit lokale Umgebungen legen kann, die Regression sind. Das muss man jetzt nicht unbedingt weiter verstehen, aber es ist halt für die Vollständigkeit. Und dann ist besonders wichtig, physikalisch, ist, dass das Lokale, also an jedem einzelnen Punkt, ein sogenannter Homöomorphismus zur flachen Raumzeit existiert. Das heißt, eine bijektive stetige Abbildung mit einer bijektiven stetigen Unterabbildung. Und was das letztendlich besagt, ist einfach nur, dass wenn ich genügend weit rangehe quasi an diese gekrümmte Raumzeit, dass sie dann flach erscheint, muss man so zu sagen. Also das ist dieser Homöomorphismus ist einfach der Wechsel zwischen den Bezugssystemen, der letztendlich die Gravitation wegtransformieren kann. Ja, und G muss ein pseudometrischer Tensor sein. Ich werde jetzt auch nicht genau erklären, was ein Tensor ist. In dem Augenblick jetzt müsst ihr einfach hinnehmen, dass das jetzt ein Tensor ist. Und ich habe mal gesagt, das kann man veranschaulich mit einem Bild, was man jetzt leider wegen der Helligkeit nicht so wirklich sieht. Das hier ist noch das erste, wie man sich eine gekrümmte Raumzeit irgendwie abbilden kann, irgendwie in Linien, die ein Maß angeben hier und die so gewellt sind. Das ist dann natürlich einfach nur ein Bild. Und wenn ich mir so ein Stück jetzt rausgreife, je näher ich rangehe, desto flacher wächst diese Raumzeit quasi. Und wenn ich unendlich weit rangehe, also nur noch einen einzigen Punkt betrachte, dann kann ich dort die Situation als flach behandeln quasi. Und flach bedeutet jetzt in dem Zusammenhang einfach nur, dass dort weiterhin die spezielle Relativitätstheorie gültig ist und dass man keine Krümmung hat, sozusagen. Okay, und daraus ergeben sich jetzt ohne die allgemeine Relativitätstheorie, sondern einfach nur mit dieser geometrischen Raumzeittheorie ergeben sich schon geometrische Effekte. Ein Effekt ist, dass sowohl materielle Teilchen als auch Lichtteilchen geodätischen Weltlinien folgen. Und was eine geodätische Weltlinie ist, ist einfach eine Linie, eine Verbindung, deren Länge eine Verbindung mit minimaler Länge. Also was im flachen Raum einfach eine Gerade wäre. Und hier habe ich jetzt auch so eine Linie abgebildet, die und so drei Doppelkegel davon gemalt. Deshalb, weil entlang dieser Linien die Zeit des Beobachters, das wäre die Achse, die durch diesen Lichtkegel verläuft, zunehmen muss. Also die Zeit ist gegenüber den Raumdimensionen dadurch ausgezeichnet, dass sie entlang der Weltlinie des Beobachters nur zunehmen kann. Während der Raum, ich kann nach vorne und nach hinten gehen und muss nicht nach vorne laufen oder so. Okay. Eine weitere Konsequenz daraus, also aus dem Äquivalenzprinzip, ist, dass das Gravitationsfeld einfach nur Variationen in der Metrik entspricht. Das heißt, die metrischen Komponenten weichen von Ort ab. Das ist auch ziemlich logisch, dass das so sein muss, weil das ist ja gerade die Aussage des Äquivalenzprinzips.
Allerdings ist es erstaunlich, dass ein Kraftfeld oder eine Kraft einfach nur auf eine Geometrie zurückgeführt wird. Das heißt, in der ART ist die Gravitation keine Kraft, sondern einfach nur ein geometrischer Effekt. Weiterhin das Gravitationspotenzial sind einfach die Komponenten der Metrik. Und falls euch der Begriff des Potentials nicht sagt, das Gravitationsfeld ist die Änderung des Potentials, die örtliche Änderung. Das ist einfach nur, wie das Potential definiert ist. Und das Potential ist letztendlich einfach potenzielle Energie, also Höhenenergie, falls euch das was sagt. Und diese Tatsache führt dann zu einer gravitativen Zeitdehnung und einer Längenkontraktion. Das heißt, konkret, wenn ich nah einer großen Masse bin, oder je näher ich an eine große Masse rankomme, desto mehr bekomme ich diese relativistischen Effekte. Das heißt, sozusagen Uhren in einem Gravitationsfeld gehen langsamer als außerhalb davon. Und die dritte Größe, die wichtig ist, ist, dass die Änderung des Gravitationsfelds mit dem Ort, und zwar das Gezeitenfeld, und das ist jetzt, was man durch die Krümmung der Raumzeit beschreibt. Es ist also nicht das Gravitationsfeld, was durch die Krümmung der Raumzeit beschrieben wird, sondern nur das Gezeitenfeld, also Änderung der Beschleunigung eines Körpers im Feld quasi. Und ich habe auch jetzt gar nicht so wirklich definiert, eigentlich was Krümmung mathematisch bedeutet. Es ist mathematisch genau definiert, und was eigentlich genügen sollte zu sagen, ist, dass man sich das nicht vorstellen darf als eine Krümmung in eine höhere Dimension oder sowas, sondern es ist innerhalb der vierdimensionalen Raumzeit, das ist nicht eingebettet, sondern es ist eine sogenannte intrinsische Krümmung. Aber ohne jetzt mathematisch zu werden, kann ich das jetzt auch nicht näher definieren. Der nächste Punkt wäre, was verursacht eigentlich dieses Gezeitenfeld bzw. diese Krümmung der Raumzeit? Und da kommen jetzt Massen ins Spiel. Also wir wissen ja, dass Massen die Quelle der Gravitation sind, genauer gesagt eigentlich nur des Gezeitenfelds. Und wir wissen aus der speziellen Relativitätstheorie mit der berühmten Gleichung E gleich mc², dass Masse nur eine bestimmte Form von Energie ist und auch umgekehrt Energie eine Masse hat, die man jetzt orten kann, über den Umrechnungsfaktor der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt allerdings, dass Energie gravitiert, also auch Bewegungsenergie, nicht nur hohe Energie, nicht nur hohe Masse, sondern auch die relativistische Masse und selbst Druck oder Impuls oder solche Größen, die alle mit einer bestimmten Energiemenge verbunden sind, alle diese gravitieren. Das heißt, auch das Licht zum Beispiel wird nahe einer großen Masse abgedeckt. Gleichzeitig ist die Energie aber auch die Quelle des Gravitationsfeldes. Und aus der speziellen Relativitätstheorie, also in der speziellen Relativitätstheorie beschreibt man die Energie und den Impuls zusammen als eine untrennbare Größe im sogenannten Energie-Impuls-Tensor. Jetzt stoßen wir wieder auf den Begriff Tensor, den ich nicht weiter aus Zeitgründen definieren werde. Es genügt, dass ein Tensor darzustellen ist also eine Blockmatrix, in der links oben Komponente die Energiedichte steht, das sollen drei Komponenten sein, da stehen jeweils Komponenten der Impulsdichte und links nochmal und auf der Diagonalen befinden sich Werte für den Druck, während drumherum einfach je nach Situation, die ich mir anschaue, irgendwas anderes sein kann. Meistens ist es einfach leer. Und dieses Objekt ist zentral in der allgemeinen Relativitätstheorie, weil die zentralen Gleichungen das beinhalten. Und diese Gleichungen sind zunächst einmal Gleichungen für die Metrik. Das heißt, ich möchte wissen, wie sieht die Metrik bei einer bestimmten
Verteilung von Energie im Raum aus. Und da hat man dann diese schöne Gleichung hier. Ich werde ganz schnell auf die Größen eingehen. Links davon steht ein Tensor, und zwar der sogenannte Ricci-Tensor. Der ist eine Größe, mit der man die Krümmung letztendlich beschreiben kann. Und der hat so zwei Indizes, also dieses μ und dieses μ hier, die von jeweils von 0 bis 4 laufen können. Und rechts davon ist die sogenannte Kontraktion des Ricci-Tensors, die teilt durch 2 mal die Metrik g plus, und das ist ein ziemlich interessanter Teil, die kosmologische Konstante, die Einstein in die Gleichung eingeführt hat. Die kosmologische Konstante ist erstmal nur eine Integrationskonstante, die er auftritt in den Gleichungen. Und was sie beschreibt, ist quasi so etwas wie Vakuumenergie. Und diese Vakuumenergie führt dazu, dass auch wenn ich ein Universum ohne irgendwelche Massen- und Energieverteilung habe, dass es beschleunigt expandieren wird oder kontrahieren wird, je nachdem wie der Wert gewählt ist. Und auf der rechten Seite der Gleichung ist auch ein Vorfaktor, der die Gravitationskonstante g enthält und die Lichtgeschwindigkeit unter dem Bruchstrich hoch 4 steht der Energieimpulstensor. Das heißt, die Aussage ist, links stehen Größen der Krümmung und der, in denen auch die Metrik vorkommt, und rechts ist die Quelle davon, also die Energieverteilung quasi. Und da wir hier schöne Indizes dran haben, sind das ganze 10 Gleichungen. Also das sieht nicht aus, als ob das eine Gleichung wäre, aber wie gesagt, diese Indizes, die überall dran stehen, die können von 0 bis 4 laufen, und ich muss für jede diese Komponenten habe ich eine Gleichung jeweils, und ihr könnt euch vorstellen, dass 10 unabhängige Gleichungen zu lösen ziemlich kompliziert ist. Vor allem auch noch nicht-lineare Gleichungen. Und das hier ist jetzt, dazu muss ich sehr viel erklären, weil das hier ist das Bild, was in der Populärwissenschaft immer genommen wird, um die Krümmung zu veranschaulichen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein besseres Bild hätte, deswegen zeige ich das Bild. Hier ist die Raumzeit als zweidimensionale Ebene dargestellt, und hier ist eine Masse, die jetzt die Raumzeit dadurch krümmt, dass sie irgendwie wölbt. Während der Mond jetzt sich aufgrund der Wölbung um so eine Ellipsenbahn um die Erde bewegen muss. Dieses Bild ist leider ziemlich furchtbar, deswegen, weil zum einen ist das eine völlig falsche Veranschaulichung der Krümmung. Es benutzt eine weitere Dimension, nämlich hier die Höhe quasi. Und zum anderen hat dieses Bild eigentlich, hat diese Wölbung hier nichts mit der Krümmung an sich zu tun. Die Krümmung ist eigentlich zum Beispiel an diesem Punkt hier eigentlich 0, das heißt, es wäre hier flach. Und hier, wo die Erde ist, ist sie einfach also einen konstanten Wert. Und was hier eigentlich dargestellt ist, ist, wie sich die Metrik von Ort zu Ort verändert. Also im Grunde das, wie sich das Gravitationspotenzial von Ort zu Ort verändert. Und diese Gleichungen, die ich gerade gezeigt habe, die Krümmung von Raum und Zeit durch Energie beschreiben, die kann man jetzt natürlich lösen. Eine Lösung ist erstmal das Limit. Da vereinfacht man die Gleichung dadurch, indem man sie linearisiert. Man sagt, die Metrik sieht ungefähr so aus wie die flache Metrik der speziellen Relativitätstheorie plus eine kleine Störung, die ich dazu hinzu addiere. Und da bekommt man raus, also wenn ich jetzt in den Energieimpulstensor eine Massendichte reinschreibe und sonst überhaupt nichts, dann kommt das Newtonsche Gravitationsgesetz raus. Das beschreibt dann in dem Fall ein statisches Feld. Und was jetzt neuen Effekten hinzukommt, ist zunächst mal etwas, was sehr ähnlich ist zur Elektrodynamik. Und zwar hat man in der Elektrodynamik ein elektrostatisches Feld und ein magnetisches Feld zum Beispiel. Und man hat auch eine Lorentzkraft beispielsweise. Also das
das überträgt sich jetzt hier sehr analog dazu. Man hat jetzt das bewegte Massen, also Massenströme, ein weiteres Feld verursachen, und zwar das gravitomagnetische Feld. Und sogar eine, das, was in der Elektrodynamik dann der Lorentzkraft entspricht, also die gleiche Form hat das Ganze. Das heißt, bewegte Massen erzeugen ein anderes Gravitationsfeld als runde Massen. Das ist schon das, was eine ziemliche Neuerung ist. Weiterhin hat man, wenn man jetzt eine Quadrupolverteilung der Masse hat, entstehen Gravitationswellen. Das sind Wellen, die Wellen der Krümmung der Raumzeit oder metrische Wellen quasi, die sich ausbreiten durch die ganze Raumzeit und die für kurze Zeit die zeitlichen und räumlichen Abstände verändern. Weiterhin, was eine weitere Neuerung ist, ist, dass jetzt auch Licht abgelenkt wird in Gravitationsfeldern und dass man insbesondere den sogenannten Gravitationslinseneffekt jetzt hat. Der sieht nämlich so aus. Links ist jetzt das Bild von einem normalen Linseneffekt, der einfach durch eine Linse verursacht ist, wie man sie kennt, eine optische Linse. Und rechts ist der Gravitationslinseneffekt abgebildet. Man hat hier so eine Galaxie oder einen Stern, ich weiß es noch nicht, einen Stern wahrscheinlich eher. Und was man hier dann als so einen Ring drumherum sieht, ist eigentlich eine Galaxie, die hinter dem Stern liegt und von dem die Lichtstrahlen quasi um den Stern herum abgelenkt werden. Vielleicht kann ich dazu auch kurz ein Bild zeichnen, weil ich das vergessen habe. Also wenn jetzt hier eine Lichtquelle ist und hier ist irgendeine Masse, die die Raumzeit in der Nähe krümmt, dann wird der Lichtstrahl nicht gerade verlaufen, sondern er wird so abgelenkt. Und in die andere Richtung wird natürlich auch ein Lichtstrahl rausgehen und der wird dann, also die werden so gelenkt, dass sie sich dann irgendwo wieder treffen und dann hat man hier diesen schönen Ringeffekt. Oder hier so ein weiteres Bild, da sieht man so auch diese Ringe drumherum, da merkt man schon, das kann eigentlich nicht sein, das sind eigentlich Galaxien, die hinter dem Ganzen liegen und die durch einen Linseneffekt verzerrt werden. Okay, das war jetzt erstmal die genäherte Lösung, das war einfach mal nach der Näherung und jetzt kommt die exakte Lösung. Und man muss dazu sagen, diese exakten Lösungen, dafür gibt es kein Rezept oder sowas, da die Gleichungen ja nicht linear sind, sondern im Grunde ist es reiner Zufall, dass man die findet. Und meistens findet man die, indem man bestimmte Symmetrien annimmt und dann einen Ansatz für die Metrik macht und das Ganze in die Gleichungen reinwirft und sieht, ob es funktioniert. Und das ist, wie diese Gleichungen, wie diese Lösungen gefunden werden. Die erste davon, die ich kurz erwähnen möchte, ist die sogenannte Schwarzschild-Lösung. Und in dieser Lösung ist diese Lösung ist eigentlich ein Name für die Schwarzschild-Metrik. In dieser Lösung betrachtet man, also macht man die Annahme, dass das also diese Lösung ist eigentlich eine zeitunabhängige kugelsymmetrische Vakuumlösung. Das heißt, ich habe ein zentrales Objekt, das ist eine Zentralmasse, die mir eine kugelsymmetrische Verteilung oder eine kugelsymmetrische Geometrie macht. Und das Ganze soll unabhängig von der Zeit geschehen. Und Vakuumlösung deshalb, weil außerhalb der Zentralmasse Vakuum sein soll. Das heißt, es soll nicht irgendwie noch irgendwie Gas im Hintergrund sein oder sonst irgendwas. Was man dann findet, ist die gewöhnlichen Kepler-Bahnen, die man schon aus der Newtonschen Mechanik kennt, plus ein Perihel-Shift. Das heißt, das Perihel ist der sonnennächste Punkt und der verschiebt sich pro Jahr um ein bestimmtes Stück. Das heißt, es gibt sich ein deutlicher Unterschied letztendlich zur Newtonschen Bahn. Die Bahn wird einfach ein bisschen verschoben. Und
mit dieser Lösung bekommt man dann statische schwarze Löcher. Und diese schwarzen Löcher, die entstehen, also dazu muss man erstmal dazu sagen, eine Zentralmasse besitzt einen bestimmten Radius, der ist, den nennt man den Schwarzschildradius, und der ist definiert über zweimal die Gravitationskonstante mal die Zentralmasse durch das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Das ist der Radius, ab dem die Fluchtgeschwindigkeit, die nötig wäre, um die Zentralmasse zu verlassen, die Lichtgeschwindigkeit ist. Und wenn die Zentralmasse diesen Radius unterschreitet, dann entsteht ein schwarzes Loch mit einem bestimmten Ereignishorizont. Und worum es sich bei diesem Ereignishorizont handelt, ist eine Grenze quasi. Wenn ich jetzt außerhalb des schwarzen Lochs bin, dann habe ich einen gewissen Ereignishorizont, und alles, was in diesem Horizont liegt, aus diesem Bereich heraus kann keine Information mehr zu mir dringen. Also auch keine Lichtstrahlen oder sowas, sondern sie einfach nur schwarz. Okay, weitere exakte Lösung, die ich nur ganz kurz erwähnen möchte, ist die Fermionenmetrik. Das ist das gleiche, nur in geladen. Also schwarze Löcher haben jetzt eine elektrische Ladung, das können die haben. Und sie können rotieren. Und was bei dieser Rotation besonders interessant ist, ist, dass durch die Rotation die Raumzeit in der Nähe davon quasi mitgewirbelt wird. Das ist ganz interessant, weil sich dann Objekte, die eigentlich überhaupt keinen Drehimpuls besitzen, trotzdem um diese Masse bewegen und zum Teil schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Warum? Das geht doch nicht. Nur Bewegungen in der Raumzeit können nicht schneller als die Lichtgeschwindigkeit sein, aber wenn sich die Raumzeit selber bewegt, sozusagen, dann ist die Überlichtgeschwindigkeit erlaubt. Auch zu der Lösung, zu der ich jetzt komme, die Robertson-Walker-Metrik, die beschreibt für ein homogenes, also auf großflächigen Skalen in etwa gleich aussehendes und ein isotropes, das heißt in allen Richtungen, also es gibt keine ausgezeichnete Richtung, ein solches Universum beschreibt die. Und in diesem Universum findet man, dass das Universum expandiert. Das heißt, es expandiert nicht irgendwo drin, sondern Abstände selbst werden größer, geben sich. Und da ist es auch so, dass sich, also dadurch, dass die Expansion umso größer ist, je weiter, also dass, dadurch, dass sich Punkte, die je weiter sie entfernt liegen, immer schneller ausdehnen, kommt es natürlich auf einer bestimmten Ausdehnung zu Überlicht schneller, zu einem Überlicht schnellen voneinander weglegen der Punkte. Und auch da ist es natürlich so, dass sich diese Objekte eigentlich in der Raumzeit nicht bewegen, sondern dass sie einfach mit der Ausdehnung der Raumzeit mitgetragen werden. Und das ist durchaus mit Überlichtgeschwindigkeit möglich. Ja, man sieht einen kleinen Haufen an weiteren Lösungen, aber das waren so die wichtigsten Lösungen. Und damit bin ich dann auch schon am Ende. Und jetzt könnt ihr Fragen stellen. Diese letzte Lösung ist das, woher es sich ableitet, dass irgendwann in ferner Zukunft dieses Universum möglicherweise eine Zeit geben wird, wo man nichts mehr sieht außerhalb des vielleicht stellaren Gebiets, in dem man gerade ist. Ja, genau. Also dadurch, dass sich alles immer weiter von dir wegbewegt, quasi auch in deiner lokalen Nachbarschaft, das heißt, die Galaxien bewegen sich alle von uns weg. Und das findet an jedem Punkt statt, deswegen wird es 10 Jahre einen Horizont geben, das heißt eine Region, also die Galaxien werden sich so weit von uns wegbewegt haben, dass sie außerhalb des Bereichs sind, in dem Lichtstrahlen überhaupt die Gelegenheit haben, uns zu erreichen zu können, weil die bewegen sich mit einer endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit. Sonst keine Fragen? Dann sind wir